Aufnahme starten, da sind wir im absoluten Champions League Highlight aus deutscher Perspektive. Also gut, nee, ich muss sagen, Dortmund und Juve finde ich noch ein bisschen. Ja. Finde ich noch ein bisschen. Nimm mal das andere, oder? Meinst oder? Du? Ja. Na, ja. Sicher? Ich weiß nicht. Ja, hast recht. Boah, ich würde erst nehmen wollen, ehrlich gesagt. Ja, das ist recht. Das andere auch so dunkel, ne? Naja, eben. Robben, Müller, Alaba, Schweinsteiger, Boateng, Rafinha. Alonso ist ja gesperrt, darauf wollte ich hinaus. Ja. Das passt schon so. Bernard ist mit dabei. Alaba haben sie da ins wieder da hinten hingestellt. Er hat das zuletzt richtig gut gespielt hier mitten. Alonso muss ich aber rausnehmen. Dafür nehme ich mal Benatia auf die Bank. Mhm. Lahm fehlt ja auch schon wieder Ewigkeit. Ja, Dante am Wochenende auch ein Katastrophe. Boah, Dante, ja, ganz heißes Thema. Jo. Boah, wurde ja heiß diskutiert, grundsätzlich, alle haben es schon geahnt, aber er hat es nochmal unter Beweis gestellt, ne, der gute Pep. Ja. In der 32. Minute auszuwechseln, angeblich aus. Das ist natürlich, also Luca, das ist natürlich schon. Aber es war nachvollziehbar. Natürlich. Ne, es war nachvollziehbar, er war komplett neben der Kappe gestanden, er war komplett neben sich gestanden, also weiß auch nicht. Ja, wie Effenberg dann auch gesagt hat, das wird dann wohl die Geschichte gewesen sein mit Dante zum Sommer. Ja, also mit dem FC Bayern München gehe ich mit. Ja. Also es gibt so ein paar Fußballgrößen, den lese ich gerne mal die Meinung von Lippen ab, das ist Kahn und das ist auch Effenberg. Weil es auch, das liegt einfach daran, weil das für mich auch so Fußballgrößen waren. Wenn die was sagen, ist Gesetz. Stimmt nicht immer alles, was sie erzählen, aber. Ja, aber das ist offensichtlich. Bei Dante gehen die Lichter aus in Bayern oder in München, das ist einfach so. Das liegt klar auf der Hand. Und mit solchen Leistungen wie am Wochenende tut er nicht unbedingt was dagegen. Also, puh. Eieieiei. Hätte machen können. Allerhöchste Not. Ja. Noch nicht mal Ecke. Was soll er vorhaben? Ach, es war abseits. Ja. Ein bisschen irritiert, dass der so frei da im Ding steht. Ja, so glatt, soll Dante mal noch ein Jahr glatt. Wo war denn hier los? Ui. Ja, das war leicht. Das war aber nur ganz selten gesehen. Das war jetzt wirklich Banane. Ja. So wie dein Ibrahimovic-Ding da. Ja. Auf einmal ist Platz. Boah, massig Platz. Ich weiß nicht, wer sich da verschätzt hat. Ja, wäre natürlich ein Traumstart für Bayern, ne? So ein früher 1-0. Gibt Sicherheit. Hammerhart. Dass er so frei da durchkommt. Tja, ungewohnt. Naja, ist ja noch Zeit, das ist halt einzig. Ist ja noch Zeit, ja. Ja, weiß ich auch nicht. Ich sehe da auch keine Zukunft dann, wenn er schon so deutlich macht, ne? Naja, das stimmt. Das ist ja momentan noch keine Besserung in Sicht irgendwie. Also, wie gesagt, die Spiele, die er macht, Dabei ist es ja auch nicht, ist es ja auch nicht schwer, ne? Als Verteidiger. Boah, jetzt ist er auch durch. Ei Gott, ei. Was ist da denn los? Halt mich fest. Gut reingegrätscht, ja. Da sind sie auch nicht gewohnt, die Bayern, ne? Defensiv ist das auch alles nicht mehr so stabil, was man da sieht. Nee, das stimmt. Weil das ist auch nicht, werden auch nicht gefordert, das ist das Problem. Wake-up-Calls hatten sie dieses Jahr schon massig. Wieder vorbeigesprungen. Neue. Aber die springen auch an der Defensive alle vorbei. Die, guck mal, ja. Alle hinten rum. Boateng, Bartstuber. Souverän ist anders. Oh, jetzt mal wieder der Konter hier. Jetzt hat. Robben hat Platz. Jetzt macht er ihn. Ja. Kurzer Eck, ja. Naja, mit rechts. Aber simpel einfach hier. Ja. Also Verteidigung ist unter aller Sau hier bei Don jetzt. Gar nicht. Los, Utze. Nee. Ja, Pfiff, was ist los? Los da. Mann, jetzt mach mal nicht so einfach hier. 2-0. Ist das ein Schnacker? Gar nicht. Kriegt man noch die Taschen voll, weißt du? Gar nicht.
Geht ja gar nicht. Geht gar nicht. Ja, mal gucken, ist ja noch Zeit. Chancen hatte ich ja für zwei Tore schon. Absolut. Absolut. Bei Bayern, die machen die denn halt. Und das wird sicherlich auch der Knackpunkt am Mittwoch sein. Bayern wird sicherlich nicht zu viele Chancen kommen, aber die werden sie dann, denke ich mal, auch eiskalt nutzen, die sie haben. Da ist wieder unten Platz gewesen. Den hättest du eben komplett durchspielen können. Da, meine ich, genau. Ah, gibt es nicht. Das ist Hammer. Ja. Was da Platz ist bei den Bayern. Also unglaublich. Muss er liegen. Oh. Robben verletzt. Nur gelb. Ah, sonst ist er durch. Sonst ist er durch. Taktisch. Schewtschuk. Ja, wie gesagt, der große Umbruch bei den Bayern steht halt an. Ne? Robben ist ein Kandidat dafür. Schweinsteiger, ja, Lahm, Ribéry. Gerade so diese, ja. Diese... Ja, die kratzen alle an der 30er-Marke, beziehungsweise sind drüber. Sind schon drüber, ne? Gut, ne? Ja, na klar. Alonso jetzt, ne? Sehr stabil. Das war auch ein Einkauf, oder? Boah. Ja. Das war auch ein Einkauf. Das, also so stabil wie der Spiel, das ist auch so überragend. Ja. Aber gut, das hättest du auch wissen. Das hat man auch vorher wissen können. Ja, es gab aber mehr Skeptiker als Befürworter vor dem Transfer. Ja, weil alt, ne? Wir wollen ja diese Megatransfers da wieder vorbei. Gibt Neuer. Gibt es nicht, ey. Unglaublich, was du da Chancen hast. Ja. Vor allem ist es unglaublich, was du an Chancen zulässt. Nervös. Oh Gott. Na, Robben wieder fit. Ah, ein bisschen zu weit. Jetzt mal Konter. Jetzt ist Platz. Muss hinterher. Lauf doch. Oh, ah, festgehalten, ja. Ja. Er hat ihn wieder festgehalten. Da darfst du nur, da musst du, glaube ich, mehrmals drücken, ne? Ich glaube, wenn du schon, einmal, ja. Wenn du einmal drückst. Wenn du einmal drückst, dann hält er. Dann hält er, ne? Ja. Aber wenn du mehrmals hintereinander. Ich habe ja aufgehört zu drücken, aber dann hat er das. Ja. Hat er das drin, ja. Naja. Na, ist so, jetzt. Fix da vorne, der. Ja, ja. Flinke Burschen hier bei Donetsk. Aber erstmal machen, das Ding. Erstmal machen. Ja. Naja, also so eine. Weiß gar nicht, wie ist da die Chance? Weiß nicht, 50-50 ist nicht die Chance. Also die ist wesentlich höher für den Schützen. Denke ich auch, ja. Also selbst wenn du es Eck hast, sofern der. Also halb hoch ist immer ideal für den Torwart. Halb hoch getretene Bälle sind relativ leicht, auch bei 11 Metern. Also flach geschossene Elfer sind schwer zu halten und hochgeschossene Elfer sind so gut wie unhaltbar. Da gibt es wenige Torhüter, die so ein Ding mal rausgeholt haben. Ja. Ja, ja, ich erinnere mich noch daran. Da muss aber den Mut haben, ne? Halb hoch zu schießen. Ja, und muss natürlich auch als Torwart mal halb hoch spekulieren. Das machen auch die wenigsten. Weil die wissen, dass die Dinger fast nicht zu halten sind. Also Neuer hat damals gegen Porto mal eingehalten, noch im Schalke. Ja, das war ja das Spiel. Neuer gegen Porto. Ja, richtig. Ja, ja. Macht denn der Boateng da vorne? Ich bin nicht offensiv. Warum schon wieder verletzt? Okay. Kriegt der ständig was auf die Füße oder was? Naja, wenn er einen rausnehmen muss, dann den, ne? Das ist ein Heiden durcheinander. Ja. Mit Schweinsteiger. Ah, jetzt ist mal Platz. Ja. 3-1. Ja. Naja. Das ging jetzt dann. Da sind sie schnell dann. Fast noch auf Abseits spekuliert da. Ja, ich eben auch. Aber war dann doch knapper, als ich dachte eben mit Robben noch. Irgendwer hat's aufgehoben. Ja, aber da sind die Donetsk-Verteidiger aber auch schwierig, ne? Das ist, also da hinterher zu laufen, glaube ich, ist auch fast nicht möglich. Ach, absolut. Weil das ist ja gerade dann diese. Das ist ja dieser Tschechen-Block, ne? Oder was ist denn das da? Oder Ukraine-Block. Ja, ja. Die Abwehr, gerade die Abwehr. Ist dann eigentlich, sag ich mal, nominell das schwächste Glied.
Jetzt zumindest in FIFA. Ja. Eingespielt sind sie ja. Was kann, hat Moment. Der jetzt die Liga schon wieder angefangen? Das war ja diese große Thematik, dass die ja gar nicht im Ligabetrieb sind vor dem Hinspiel. Ah, Abstoß, wa? Ja. Oh, nein, ihr Schuss. Heidewitzka, ey. Ja, aber selbst so ein 3-1 ist nicht unaufholbar. Also jetzt zumindest in-game. Also jetzt im realen Leben, glaube ich, würde nach dem 3-1 nicht mehr viel passieren. Ah, wieder so ein Bayern-Bein dazwischen. Den habe ich auch nur, das war nur der einzige, den ich gesteuert habe. Den Rest habe ich machen lassen. Ja, da muss man sich dann auch so ein bisschen auf die KI verlassen in solchen Momenten. Ja. Ah, jetzt startet er zu langsam. Meine Güte. Naja, muss ich. Erste Halbzeit. Naja, da wäre er aber schon gut durch, wenn das so laufen würde. Srinna geht eigentlich voll klar in FIFA, okay. Das ist aber auch schon traurig, oder? Hier, Brandon, Alter. Mhm. Werbung ist doch allgemein, das ist doch bekannt. Naja. So. Also. Wie gesagt. Wen habe ich denn noch? Ja, gut, auswechseln würde ich jetzt gar nicht mal bei der Geschichte. Nee, würde ich auch so beibehalten. Also 3-1 für mich ein bisschen hoch zur Halbzeit. Also ich denke mal, das wird auch ein sehr, 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 sehr spannendes und auch ein sehr, sehr umkämpftes Spiel. Donny jetzt wahrscheinlich wieder gewohnt defensiv, weil die müssen nicht unbedingt was machen. Die können mit dem Unentschieden oder beziehungsweise mit der Verlängerung sicherlich auch ganz gut leben. Ja, wenn sie da so weit. Ja, das könnte sogar noch ein Gewinn werden, eine Verlängerung, richtig. Ja, eben. Da steckt alles drin. Da ist dann echt langsam die Chance dann, ne? Recht hoch. Ja, zumal Bayern, von Bayern erwartet jeder, dass sie weiterkommen. So, bei Donners ist es natürlich nicht schlecht, wenn sie mal so einen großen Brocken wie Bayern raushauen. Boah, also, stark. Oh ja. Oh, schade. Aber der Pass von Müller war ja göttlich. Ja, stimmt. Boah, jetzt Freistoß noch. Gibt es doch nicht. Ich krieg noch einen Freistoß hier. Ach! Hab ich schon gemacht, du Dinger. Kein Witz. Hab ich schon reingesammelt, die Teile. Schade. Da gar nicht lange überlegen, sondern drauf, das Ding. Neuer ein bisschen mitspielen lassen. Ja, ich geh jetzt voll Offensive. Jetzt nix. Jetzt zwar vielleicht noch ein oder anderen Konter mehr fangen, aber das muss ich jetzt riskieren. Boah. Müller! Hi! Die Pässe kommen an, das ist das Schöne hier bei Bayern, ne? Jo, das stimmt. Oh. Naja, das ist dann. Oh, wieder so ein schöner Pass! Oh, ist er wieder durch. Unten ist er. Und fünfte, vierte, wa? Nee. Ich kann ja nicht so richtig. Oh, Gottes Willen! Da bist du ein bisschen abgewichster. Ja. Da ist er. Nee, zu langsam. Ja, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ja, sehr geschenkt. Ja, aber ich kann, oben hätte ich nicht durchlaufen brauchen. Der ist Rechtsfuß, den hätte ich von da niemals reingemacht. Oh, da klatscht die Latte. Ah, aufgeben werde ich noch nicht. Noch ist es möglich. Gute Chancen dabei, also das ist ja andere, nicht. Oh. Hätte den auch. Neuer. Neuer 2.0, ne? Mhm. Eigentlich auch ein Torwartball gewesen eben. Eigentlich ja. Also Neuer in Real Life wäre da rausgekommen. Der wäre da rausgekommen, hätten den abgefangen und hätte er vorne gebracht. Jo. Ratzfatz den Konter eingeleitet, ohne dass die sich noch sortieren können. Ja. Auf geht's. Ja. Naja. Naja, ein bisschen vertändelt jetzt. Ist auch kein Dribbler, der Lewandowski. Es war gut mit dem Ball, aber das ist immer gefährlich. Das kriege ich immer auch nicht unter Kontrolle hier. Oh Gott, ah, wieder so ein Ding. Ja, die musst du dann halt machen. Ansonsten. Na, Aubameyang hätten gemacht. Ja, natürlich. Aus 40 Metern.
Das ist ja logisch. Gott. Gut gemacht. Naja. Bernal, der wiegt auch nur 30 Kilo, das wird auch nichts da mit dem. So, auf geht's. Komm schon, lauf, holen dir. Ah, die besten da. Die sind schnell wie Sau. Hat er gegeben, ja. Was ist denn jetzt? Ja, ja. Aber verstehe ich manchmal auch nicht, weil obwohl er zum Abschluss kommt, kriegt er trotzdem den Elfmeter, ne? Ja, ja. Weil er wahrscheinlich entscheidend gestört hat. Denke ich. Hatte ich aber auch schon gegen Aubameyang und Co. So. Auf geht's, Donetsk, kämpfen und siegen. Patschika hat sich gestern schon aufgeregt. Ja, ja, der war gestern schon traurig. Ist Hannover-Fan. Ja. Ja, der war gestern schon traurig. Boah! Den hol da raus, ja? Natürlich. Ecke. Abstoß. Tatsache. Den hol da raus. Nochmal abseits. Mhm. Ja. Aber knapp. Das ist Hannover. Hannover ist traurig, ja. Haben gut gekämpft. Ach, hör doch auf. Oh, Junge, Junge, Junge. Spiel Frauenballett oder was? Ja. Viel gefehlt. Boah. Zerplatz, Alter. Oh. Er weiß einfach, was er machen soll, der Lewandowski. Aber auch jetzt aufgemacht. Boah, stark. Ja, Tick zu spät. Abseits. Ja. Nee, warte mal. Gibt der jetzt? Freistoß? Jo. Oh ja. Hab ich noch erwischt oder was? Du musst ja. Was mach ich denn jetzt? Hab gar nicht so gesehen. Scheiße, was mach ich jetzt? Unter der Mauer durch. Ah. Ja, schön, ja. Boah, ist der schnell, ne? Ja, im Vergleich jetzt hier. Ja, ja. Aber wohin? Aber noch nicht so viel angeboten. Gott. Oh, das war gut. Oh, stark! Oh. Mann, da muss drin sein dann, weißt du, so einfach, weil der Pass einfach schon so geil war. Ja. Genau wie der vorhin von jetzt oben aber. Oh Gott, noch nicht! Jetzt noch nicht! Der war gut! Ja. Der war gut, hast du den Müller gesehen, wie er gedribbelt hat? Ja, ja. Rückwärts gedribbelt. Das war jetzt aber wirklich mal ein Zaubertrick, der sich auch gelohnt hat dann, ne? Ja, 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 stimmt. Aber das dann eben für ein Ding hab ich auch noch nie hingekriegt. Ich wollte zwar so rückwärts gleich, weil du dann nach vorne gelaufen bist, weil eine normale Drehung hätte ich nicht mehr hingekriegt, aber das sah lustig aus, wie er so zurückgedribbelt ist. Naja, hat auch noch gepasst, das ist auch noch schön, ne? Ja. Da, jetzt sehen wir nochmal. Guck mal! Hammerhart, ey, hammerhart. Fein, fein. Ja, naja. Wie ist das eigentlich so mal wieder so ein Erfolgserlebnis? Ja, der Gegner ist jetzt auch machbar, ne? Ja, na klar. Oh. Aber war auf beiden Seiten auch wieder viel Platz hier, wenn er das, wenn der eine oder andere sicherer gemacht hättest, wie den jetzt auch. Was der auch hält, der Typ, das ist ja, ja. Abartig. Das war ja eben nicht mal ein Trick oder zumindest kein bewusster. Nee, sondern was? Lewandowski nochmal. Naja. Nee. Ja, 4-1. Hat er die große Kurve gemacht. Ja, aber Chancen waren schon viele. Da hoffen wir, dass es nicht so. Da ist auch wieder alles offen gewesen. Ja. Aber ist auch mal schön zu gewinnen, ne? Letztes Mal, glaube ich, vor 90ern irgendwie, ne? Anfang der 90er? Oder wann war das? Kann mich gar nicht mehr erinnern.
mehr erinnern. Ich auch nicht. Ist schon zu lange her. Naja, ich erinnere mich bloß immer noch an der 10-0 gegen Bayern. Das war ja? Oh, ja, ich gar nicht. Ja. Ich war da so besoffen, ich weiß da gar nichts mehr von. Da am nächsten Tag so einen Kader gehabt? Ja, ja. Besoffene verprügelt man nicht, sagt man doch. Ja, richtig, genau. So, sehr schön. Wir machen noch Europa League, würde ich sagen. Bisschen macht Spaß. Jo, na klar.